Freunde, Ende letzten Jahres habe ich mir einen wirklich langjährigen Traum von mir erfüllt und mir meine persönliche Grail Watch gekauft. Und zwar die goldene Rolex Submariner 116 618 LB mit dem blauen Zifferblatt und der blauen Lünette. Und seitdem ich die gekauft habe, bekomme ich vor allem über Instagram von euch viele Fragen. Einige von euch sind auch am Überlegen, ob diese Sub ein guter Kauf für sie sein könnte. Und ganz viele wollen auch einfach wissen, wie es sich anfühlt, diese Uhr zu tragen. Wie es mit der Kratzbeständigkeit des Goldes aussieht. Was auch ein fairer Preis für so eine Uhr ist. Und auch zum Thema Werterhalt bekomme ich tatsächlich viele Fragen. Und daher kommt heute mein persönliches Langzeit-Review zur Rolex Submariner in Gelbgold. Ich sage euch alle meine Erfahrungen aus über einem halben Jahr mit der Uhr. Ich sage euch, wie sich die Uhr auch im Alltag trägt, an welche Handgelenke sie passt, wie kratzempfindlich eine solche Uhr wirklich ist, wie es mit den Preisen und mit der Verfügbarkeit aussieht und welche Aspekte mir bei dieser Uhr negativ aufgefallen sind. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Bevor wir mit dem Review anfangen, habe ich noch ein besonderes Angebot von unserem Unterstützer Indulo, der dieses Video freundlicherweise gesponsert hat. Indulo ist bekannt geworden durch seine robusten Uhrenhalter und das Beste an diesen Uhrenhaltern ist, dass man sie jederzeit auch von Hand in der Größe verstellen kann und so auf verschiedene Armbandgrößen anpassen kann. Wir nutzen die Uhrenhalter nicht nur als Deko, beispielsweise auch hier hinter mir bei uns im Studio, sondern auch für unsere besten Makroaufnahmen und für die ersten 100 Besteller gibt es 15% Rabatt und kostenlosen Versand in Deutschland auf alle Uhrenhalter aus dem Sortiment von Indulo. Und um den Rabatt einzulösen, geh einfach auf indulo.com, lege ein oder mehrere Uhrenhalter in den Warenkorb und benutze beim Checkout den Gutscheincode WATCHWISE15 und alle Links dazu findest du natürlich auch unter dem Video in der Beschreibung. Lasst uns als erstes mit den Specs und Maßen der Sub anfangen, um auch herauszufinden, an welche Handgelenke die Submariner gut passt. Die Submariner kommt wie alle anderen modernen Subs mit einem Durchmesser von 40 mm. Das wird zwar von vielen so als Standard-Uhrengröße bezeichnet, aber es ist eigentlich nicht der Durchmesser, der maßgeblich dafür ist, ob so eine Uhr gut auf dem Handgelenk aussieht oder nicht. Viel wichtiger ist nämlich das Maß Lug-to-Lug, also die Länge des Gehäuses und die Dicke der Uhr. Lug-to-Lug misst die Sub etwas über 50 mm und damit sieht sie an meinen Handgelenken mit 170 mm Umfang eher groß aus, aber ohne dabei zu groß zu wirken. Und das liegt schon auch mit an der relativ flachen Dicke von 12,7 mm. Meine Frau hat zum Beispiel einen Handgelenksumfang von 150 mm und bei ihr wirkt die Sub dann schon ziemlich groß. Ich würde sagen, ist gerade noch so tragbar, wenn es ihr jetzt gefallen würde. In der Sub schlägt das altbewährte Uhrwerk mit der Nummer 3135 und das ist das Sub-Uhrwerk, das wirklich schon seit Jahrzehnten, ich glaube seit 30 Jahren oder so, in der Uhr verbaut wird und es gilt als eines der zuverlässigsten Uhrwerke überhaupt. Bisher hat die Uhr noch die 48-Stunden-Gangreserve, aber ich erwarte, dass entweder dieses oder spätestens nächstes Jahr die Sub ein Update bekommt und da wird dann vermutlich auch auf das neue 3235 Kaliber aufgerüstet, dann mit 72-Stunden-Gangreserve. Das heißt, in der Praxis, damit die Uhr immer läuft, muss sie mindestens jeden dritten Tag angezogen werden, denn dann zieht sie sich halt durch die Bewegung des Handgelenks wieder selber auf. Kommen wir aber nun zur offensichtlichsten Besonderheit der 116 618 LB. Diese Submariner ist nämlich komplett und auch aus massivem 18 Karat Gelbgold gefertigt. Und das bezieht sich nicht nur aufs Gehäuse und aufs Armband, das bezieht sich auch auf das ganze Zubehör, wie zum Beispiel diese kleinen Schräubchen, mit denen das Armband verschraubt ist. Und das ist schon sehr dekadent, finde ich. Das bedeutet auch, alleine der Wert des verwendeten Golds beläuft sich schon auf so ungefähr 6.000 Euro. Und wie genau ich auf die Zahl komme, schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung für alle Neugierigen. Und ich muss wirklich sagen, das von Rolex verwendete Gold ist so einer der schönsten Goldtöne überhaupt. Vor allem wirklich ganz neu sieht die Uhr fast schon unecht perfekt aus. Und besonders unter Tageslicht scheint und glänzt die Submariner richtig am Arm. Und trotz dem goldenen Gehäuse kann die Sub eigentlich alles, was auch ihre Stahlbrüder können. Vor allem theoretisch, sage ich mal, auch zum Tauchen verwendet werden, wer das denn mag. Bis 30 Bar oder 300 Meter ist die Sub eben wasserdicht und mit der einseitig drehbaren Lünette kann man die vergangene Tauchzeit auch leicht ablesen und wird beim Drehen mit einem der schönsten Lünettengeräusche überhaupt belohnt. Die Submariner ist durch das verwendete Gold aber vor allem auch eins, und zwar ein richtiger Prügel am Handgelenk. Eine schwarze Sub in Edelstahl wiegt so ungefähr 150 Gramm, die goldene Sub kommt auf fast 220 Gramm und das spürt man wirklich im Vergleich beim Tragen deutlich. Und damit kommen wir auch zu Teil 2 des Reviews, nämlich dem Tragen der Uhr im Alltag. Kann man so eine Uhr im Alltag tragen? Diese eigentlich einfache Frage muss man bei dieser Uhr zumindest mal aus zwei Blickwinkeln betrachten.
Nummer 1, wie wirkt diese Uhr auf mein Umfeld, auf andere und wie sehr fällt sie auf? Und Nummer 2 natürlich auch, wie empfindlich ist das verwendete Gold im Alltag? Ist eine Uhr nicht sofort verkratzt, wenn man sie oft trägt? Fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Wenn du denkst, dass die Submariner 116 618 LB auffällt, dann liegst du auf jeden Fall richtig. Ich würde fast sagen, es ist eine der auffälligsten Uhren überhaupt. Zum einen kennt eine Submariner alleine schon jeder und dann auch noch mit Gold und mit blauen Akzenten. Heißt das, dass man oft auf die Uhr angesprochen wird? Aus monatelanger Trageerfahrung kann ich euch sagen, dass wirklich kaum jemand, der nicht selbst irgendwie ein Uhrenfreak ist und selber Uhren hat, euch auf die Uhr anspricht. Ein paar meiner Verwandten wollten wissen, was das jetzt denn bitte soll und wie viel die Uhr gekostet hat und so weiter, aber in der Regel ist das Feedback eher keines oder vielleicht mal ein etwas längerer Blick auf mein Handgelenk. Trotzdem würde ich diese Uhr nicht überall anziehen. Ich ziehe beispielsweise gerne meine Seiko 5 Sports oder meine Timex an, wenn ich einfach mit Freunden unterwegs bin, die selbst eher nichts mit Uhren zu tun haben. Und wenn ich im Außendienst oder im Vertrieb wäre, dann würde ich die Uhr tatsächlich auch nicht anziehen, weil sie einfach schon dick aufträgt, auch wenn es einem niemand sagt. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich die Uhr mal ein paar Tage nicht getragen habe, dann freue ich mich wirklich jedes Mal richtig, wenn sie wieder an mein Handgelenk kommt. Und ganz oft kann ich dabei auch gar nicht so richtig glauben, dass ich mir wirklich diese Uhr gekauft habe, die wirklich schon seit Jahren mein absoluter Traum war. Und genau das ist wirklich das Schönste an der Sub. Kommen wir aber nun zu einem etwas weniger schönen Teil, und zwar der Abnutzung der Uhr beim Tragen. Wie das halt bei den neuen und bei den Lieblingssachen so ist, habe ich die Uhr teilweise wirklich täglich und auch wochenlang ohne Unterbrechung getragen, obwohl ich mir ganz fest vorgenommen habe, dass ich die Uhr nur zu besonderen Anlässen oder am Wochenende anziehe. Und da das meine erste Uhr komplett aus Gold war, war meine Sorge, dass die Sub nach ein paar Mal Tragen schon relativ starke Gebrauchsspuren hat und mir damit auch so ein bisschen den Spaß daran verdirbt. Weil 18 Karat Gold ist wirklich weich und damit meine ich so weich, dass selbst ein Mikrofasertuch mit ein paar Staubkörnchen drin die Uhr schon verkratzen kann. Ist man also beim Tragen einer goldenen Uhr dazu verdammt, sie dabei zu beobachten, wie sie so von Tag zu Tag etwas ramponierter und schlimmer aussieht? Nein, ganz so schlimm ist es dann Gott sei Dank doch nicht. Vor kleinen Mikrokratzern kann man sich tatsächlich eigentlich gar nicht schützen und ich glaube ganz ehrlich, die sind sogar schon im kompletten Neuzustand in der Uhr drin. Aber mit etwas Vorsicht ist es mir gelungen, die Uhr in einem Zustand wirklich so gut wie neu zu erhalten. Ich verwende dazu meine eigenen Schutzfolien, die ich auf dem Gehäuse und auf der Schließe drauf habe und die mich einfach vor so kleinen Unachtsamkeiten schützen. Das mag sehr penibel klingen, ich weiß, aber ich liebe es einfach, wenn meine Uhr dauerhaft makellos aussieht. Und zum anderen habe ich mir wirklich angewöhnt, keine irgendwie hastigen Bewegungen mehr mit der linken Hand zu machen. Und ich habe mit vielen anderen Uhrenträgern gesprochen. Das scheint eine weit verbreitete und fast automatische Angewohnheit zu sein, wenn man sich das erste Mal eine teure Uhr kauft. Und damit muss ich sagen, dass ich insgesamt überrascht bin, wie leicht es doch ist, so eine Uhr in einem doch wirklich sehr, sehr guten Zustand zu bewahren, aber ich lege sie auch immer dann ab, bevor ich irgendwas mache, was die Uhr tendenziell verkratzen könnte, wenn ich zum Beispiel irgendwas mit Werkzeug mache oder so. Der eine oder andere mag sich da sicherlich fragen, ob so eine Uhr das nicht auch aushalten sollte und die Antwort ist, doch, natürlich. Es gibt auch Leute, die stört es überhaupt gar nicht, wenn die Uhr verkratzt ist und Kratzer sind am Ende des Tages keine Beschädigungen, sondern nur Gebrauchsspuren und das heißt, wer will, kann mit der Sub auch hämmern und flexen. Die Funktion stört es auf jeden Fall kein bisschen. Seit ich die Sub gekauft habe, bekomme ich besonders auch Fragen zu Kaufpreisen, woher ich die Uhr habe und was ich denke, wohin sie wertmäßig in Zukunft geht. Ich habe die Uhr bei einem Händler, den ich über eine Ecke kenne, im Shop gesehen und da der Preis damals Ende 2019, als ich die Uhr gekauft habe, wirklich ein Top-Preis war, habe ich mich auch damals dazu entschieden, dass das die Chance ist, die Uhr zu kaufen. Und ich würde es auch im Nachhinein jederzeit wieder tun. Für alle, die sich vielleicht auch überlegen, sich die goldene Sub zuzulegen, kommt aber nun die Frage auf, was jetzt genau ein fairer Preis ist. Bei einem Listenpreis von 32.500 Euro würde ich sagen, je nach Zustand und Alter liegt ein fairer Preis so zwischen 29.000 und 32.000 Euro. Und für Modelle, die wirklich über 5 Jahre alt sind, findet man auch noch Angebote darunter. Damit sind wir bei dieser Uhr schon recht nah beim Listenpreis und wer beim offiziellen Rolex-Händler kauft, darf auch leider bei dieser Uhr, würde ich vermuten, nicht mehr allzu viel Rabatt verlangen. Vielleicht 5%, je nachdem, wie gut man natürlich als Kunde ist. Denn Rolex liefert einfach seit einigen Jahren deutlich weniger Goldmodelle aus, aber dazu kommen wir gleich auch noch. Für viele ist beim Kauf einer Rolex auch das Thema Werterhalt ein wichtiger Aspekt und alle reden da immer nur über die Sportstahlmodelle, wie zum Beispiel die Rolex Daytona oder die Hulk oder die Pepsi. Aber dabei ist eigentlich der Wertverlauf der goldenen Sub, finde ich, viel beeindruckender. Weil 2012 hätte man diese Uhr neu noch für unglaubliche 16.000 Euro bekommen.
Heute muss man mindestens 29.000 Euro hinlegen und das sind 80% und ich sehe da auch so schnell keine Wende. Aber lasst mich euch da drei Gründe nennen, wieso ich das denke. Grund Nummer 1, Goldmodelle sind im Vergleich zu Stahlmodellen, wie gerade schon angedeutet, wirklich selten. Ein Rolex-Händler bekommt so 20 Stahl-Submariners im Jahr, vielleicht sogar ein paar mehr. Von der Goldenen sind es eher so 3 bis 4. Das macht die goldenen Subs eigentlich zu den viel besseren Sammlerstücken, weil man sie auch wirklich nicht so häufig sieht. Sie sind wirklich etwas Besonderes. Nummer 2, goldene Modelle werden eher von sehr gut verdienenden Leuten gekauft, die es tatsächlich auch nicht so sehr auf den Wert der Uhr abgesehen haben. Und ich gehöre wahrscheinlich tatsächlich noch zu den ärmsten Leuten, die sich so ein Ding ans Handgelenk schnallen. Ich glaube, kaum jemand verkauft sofort seine goldene Sub, wenn der Preis mal etwas einknickt. Und da bin ich mir bei den Stahlmodellen tatsächlich manchmal nicht so sicher. Und Grund Nummer 3, es sind die Stahlmodelle, die komplett overhyped und auch komplett überpreist sind. Man zahlt da teilweise das Doppelte auf dem Markt, als der Listenpreis ist. Und die Goldmodelle sind dagegen eigentlich noch nicht so aufgeblasen und immer noch für Preise unter dem Listenpreis zu haben. Wobei ich da schon auch gespannt bin, wo es in die nächsten Jahre noch hingeht. Kommen wir als letzten Punkt noch zu den Sachen, die mir an der Sub nicht gefallen oder die man zumindest mal vor dem Kauf wissen oder beachten sollte. Ganz ehrlich, ich liebe diese Uhr und musste da wirklich auch eine Weile nachdenken, ob es hinter meiner rosa Rolex-Brille nicht irgendwas gibt, was mich an der Uhr doch gestört hat. Und da sind mir genau zwei Punkte aufgefallen. Punkt Nummer 1, die Sub wird wirklich ziemlich schnell schmutzig. Besonders die polierten Teile, wenn man mal einfach Hände gewaschen hat und da Wasser drauf spritzt oder wenn man mal geschwitzt hat, dann lässt der Glanz schon ziemlich schnell nach. Und das ist bei meiner Hulk nicht so. Der gebürstete Stahl zeigt solche Flecken viel weniger als das Gold. Und Punkt 2 stört mich nicht wirklich, aber es ist mir zumindest aufgefallen, und zwar das Zifferblatt. Sieht in bestimmten Lichtverhältnissen, vor allem unter LED-Licht, ein bisschen dunkler und auch etwas grünlicher aus und dann passt es von der Farbe her nicht mehr so ganz zur Lünette. Ansonsten ist diese Uhr für mich wirklich die perfekte Uhr und meine Freude über diese Uhr hat seit Tag 1 wirklich kein bisschen nachgelassen. Jedes Mal beim Anziehen freue ich mich wie ein kleines Kind darüber, wie schön die Uhr aussieht und nerve damit dann auch regelmäßig meine Frau, indem ich sie ihr hinstrecke und sage, guck mal, wie toll die aussieht. Okay, das waren meine wichtigsten Erfahrungen aus über einem halben Jahr mit der Rolex Submariner 116/618 LB. Wenn du ebenfalls vor der Entscheidung stehst, diese Uhr zu kaufen, hast du jetzt wirklich alle wichtigen Infos rund um die Uhr und damit wünsche ich dir einen schönen Tag. Wenn noch irgendwelche Fragen zu Uhr offen sind, dann freue ich mich von euch unten in den Kommentaren zu hören und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!